So, heute fahren wir das erste Mal im Gelände, also für euch das erste Mal. Wir fahren an 4S und ich habe jetzt wieder das Fretzer Ritzel drauf. Und ihr seht schon, Radmuttern sind nicht mehr original. Ich habe geschlossene da drauf gemacht, damit die Radnabe sauber bleibt. Schon mal sagen kann, das Lenkservo ist scheiße. Das ist zu langsam. Das gibt's auch nicht. Und wie man sieht, der liegt auch schnell mal auf der Seite.
Also, das funktioniert auch. Was bei dem jetzt aufgefallen ist, wenn man hiermit springt, man muss den nur leicht am Gas halten, damit er halbwegs in der Waage bleibt. So, aber Lenkservo tauschen, das ist auf jeden Fall ratsam. Thank you.
So, stellen wir das Modell mal wieder hin. Wenn mich jetzt einer fragen wollte, kannst du das Modell empfehlen? Ja, eigentlich schon. Muss halt nur ein anderer Lenkservo rein. Und dann passt das. Können wir gerade mal von unten gucken. Das bei den Steinen hier ist natürlich ruckzuck. Alles ein Klump. Wie ihr seht, Geländetest, den tut er auf jeden Fall bestehen. Kaputt gegangen ist bis jetzt auch noch nichts. Akku leer. Ja, jetzt hat gerade abgeschaltet. Ja gut, dann tragen wir das Modell halt weg. So, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Modell.
Empfehlen kann ich den auf jeden Fall auch. Nur wenn ihr einen kauft, macht auf jeden Fall einen anderen Lenkservo rein und tut den Servo-Saver. Da ist oben so eine Rändelschraube, also so eine Rändelmutter, die ein bisschen fester zudrehen. Und dann kann man schon damit fahren. Ja, wenn euch das gefallen hat, gebt mal einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, dann sieht man sich im nächsten Video. Macht's gut!